Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 20. Das ist die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung. Gesetz über ein Corona-Kommunalpaket. Der Kollege Decker hat vorhin, glaube ich, beides gemeinsam zu beidem gemeinsam Bericht erstattet. Deswegen ist die Berichterstattung bereits erfolgt. Ich rufe auf als ersten Redner im Rahmen der dritten Lesung. Mir liegt hier vor der Kollege Vohl für die AfD. Fünf Minuten pro Fraktion im Rahmen der dritten Lesung. Bitte schön, Herr Kollege Vohl. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Der vorliegende Gesetzentwurf zum Corona-Kommunalpaket umfasst ein Konvolut von Maßnahmen, die kaum etwas miteinander gemein und nur bedingt etwas mit Corona zu tun haben. Geeint durch den Willen, auf kommunaler Ebene zusätzliche Ausgaben zu ermöglichen, soll leider ohne Strategie und stellenweise sogar ohne ordnungspolitischen Kompass Geld ausgeschüttet werden. Ich möchte Ihnen aufzeigen, was ich damit meine. Zunächst zu der vorzeitigen pauschalen Auszahlung der noch nicht abgerufenen Mittel aus dem Kommunalen Investitionsprogramm des Landes. Dass das Bundesministerium der Finanzen dieser Verfahrensweise für Bundesmittel nicht näher treten möchte, wie der Begründung des Gesetzentwurfs zu entnehmen ist, können wir nachvollziehen. Schließlich sollte doch, wie im Landesgesetz festgehalten werden, eine zweckentsprechende Verwendung der Mittel zur Förderung der Investitionstätigkeit gewährleistet werden. Die Verlängerung der Laufzeit des Programms ist vor dem Hintergrund der jetzigen Lage hingegen ausdrücklich zu begrüßen. Zu den kommunalen Entschuldungsprogrammen. Die Entlassung der echten Schutzschirmkommunen aus ihren Konsolidierungsverträgen ist im Hinblick auf die davon ausgehenden Signale an die Kommunen, die in den vergangenen Jahren gespart haben, bedenklich. Und das auch in Zeiten von Corona. Denen, die sich mit der Konsolidierung schwer getan haben und bislang nicht in der Lage waren, drei ausgeglichene Ergebnishaushalte vorzuweisen, kommt Ihr Gesetzentwurf natürlich entgegen. Grundsätzlich sollten die Kommunen im Gegenzug für ihre Entschuldung auch die geschlossenen Konsolidierungsverträge erfüllen. Denn, meine Damen und Herren, es geht ja hier um Steuergelder. Wenn denn nun aber tatsächlich Rückstände in der Aufarbeitung der Jahresabschlüsse der Grund dafür sind, dass ein großer Teil der verbliebenen Kommunen das Programm nicht verlassen konnte, warum sollte man da nicht warten? Die verpflichtende Erfüllung der Konsolidierungsverträge pausieren lassen, ähnlich dem Ansatz der Hessenkasse. Es gab sehr gute Gründe, weshalb die Konsolidierungsverträge geschlossen wurden. Dass sich in den problembehafteten Kommunen die Haushaltsführung grundsätzlich gewandelt hat, halten wir für äußerst fraglich bis unwahrscheinlich. Bei der Hessenkasse halten wir es zudem für sinnvoll, die antragsfreie Aussetzung der hälftigen Ratenzahlungen auf eine vollständige Aussetzung im Jahre 2020 zu erweitern. Ich komme nun zu dem Gesetz zur Förderung der digitalen kommunalen Infrastruktur in hessischen Schulen. Im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms des Bundes sollen nun 500 Millionen € zusätzlich für den Ausbau der digitalen Bildungsinfrastruktur ausgeschüttet werden. Hiervon entfallen rund 37 Millionen € auf Hessen. Wenngleich wir keinen Corona-Bezug sehen, möchten wir weder der Abrufung der für Hessen vorgesehenen Mittel noch einer weiteren Aufstockung des Programms aus den Landeskassen im Wege stehen. Denn grundsätzlich stehen wir zum Ausbau der digitalen Infrastruktur, was Sie auch aus unseren Haushaltsänderungsanträgen herauslesen können. Jedoch wünschen wir uns ein durchdachtes, stichhaltiges Konzept.
Hierzu gehört zunächst, dass im Rahmen der Lehrmittelfreiheit eine einheitliche Ausstattung der Schüler mit Hard- und Software gewährleistet ist. Weiterhin dürfte eine zielgerichtete Schulung der Lehrer für die Anwendung digitaler Medien im Unterricht, wenngleich keine hinreichende, so denn aber notwendige Bedingung für den Lernerfolg sein. Abschließend möchte ich sagen, dass auch wir, die AfD, die Notwendigkeit sehen, den finanziellen Spielraum der Kommunen in der jetzigen Zeit zu erweitern. Dem eingebrachten Gesetzentwurf können wir aber aufgrund der aufgeführten Mängel nicht zustimmen. Die AfD wird sich bei der folgenden Abstimmung konsequenterweise enthalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Vohl. Nächster Redner ist der Kollege Martin für die Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die aktuelle Situation ist aus vielerlei Gründen wahrlich außergewöhnlich. Außergewöhnlich für uns hier in diesem Haus, für die Menschen in diesem Land, aber auch für die hessischen Städte, Gemeinden und Landkreise. Einer solchen Situation können wir hier nur mit einer außergewöhnlichen Antwort begegnen. Zu dieser außergewöhnlichen Antwort gehören neben einem Nachtragshaushalt und einem nie dagewesenen Sondervermögen über 12 Milliarden € auch ein umfangreiches Paket für unsere hessischen Kommunen. Das Paket und die weiteren Maßnahmen folgen dabei einem einfachen wie auch unumstößlichen Grundsatz. Land und Kommunen können diese Krise nur gemeinsam bewältigen. Das Land hat bereits einige Maßnahmen zur Verbesserung der Liquidität unserer Kommunen unternommen, darunter etwa die Vorauszahlung der Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz, eine vorzeitige Auszahlung der Gemeinschaftssteuern sowie eine Vereinfachung der Aufnahme von Liquiditätskrediten. Heute diskutieren wir in dritter Lesung das hessische Corona-Kommunalpaket. Mit diesem Gesetz wollen wir erstens die Laufzeit der kommunalen Investitionsprogramme jeweils um ein Jahr verlängern und die bislang nicht abgerufenen Landesmittel vorzeitig pauschal auszahlen. Wir wollen zweitens alle sich noch im kommunalen Schutzschirm befindlichen Kommunen daraus entlassen und die bislang geltenden Konsolidierungsverträge entsprechend aussetzen. Und wir wollen drittens mit diesem Gesetz für die Kommunen, die sich am Entschuldungsprogramm Hessenkasse beteiligen, eine antragsfreie hälftige Ratenpause ermöglichen. Mit diesen Maßnahmen erhöhen wir die Liquidität der hessischen Städte, Gemeinden und Landkreise. Wir entlasten sie von Bürokratie, wir geben Planungssicherheit und sorgen dafür, dass wichtige Investitionen auch getätigt werden können. Kurzum, wir schnüren ein umfangreiches Paket für die hessischen Kommunen. Und alle beschriebenen Maßnahmen und Instrumente wurden gemeinsam mit den Kommunalen Spitzenverbänden erarbeitet. Und auch die Gesetzesanhörung hat uns gezeigt, dass alle diese Schritte im Grundsatz begrüßt werden. Das Land und die Kommunalen Spitzenverbände sind weiterhin in engem Austausch, denn das heutige Corona-Kommunalpaket ist lediglich ein Teil der Antwort zur Bewältigung dieser außergewöhnlichen Situation. Das Land hat angekündigt, den Kommunen insgesamt mit bis zu 2,5 Milliarden € unter die Arme greifen zu wollen. Diese Mittel stehen vorsorglich zur Verfügung, um beispielsweise wegfallende Gewerbesteuereinnahmen abzufangen. Damit zeigt sich Hessen einmal mehr und gerade auch in dieser außergewöhnlichen Situation als fairer Partner der Kommunen. Und auch das haben wir in den vergangenen Jahren eindrücklich bewiesen. Allein im kommunalen Finanzausgleich stehen allein dieses Jahr 6 Milliarden € zur Verfügung. Das ist Rekord. Mit der Hessenkasse hat das Land 4,9 Milliarden € an kommunalen Kassenkrediten übernommen. Dazu gab es ein Investitionsprogramm von fast 700 Millionen €. Mit der starken Heimat Hessen erhalten die Kommunen 400 Millionen € zusätzlich zur Stärkung der Kinderbetreuung, für umweltfreundliche Mobilität, Gesundheitsversorgung und Digitalisierung. Hessen stellt 142 Millionen € für Investitionen in Kindertagesstätten bereit. Über die kommunalen Investitionsprogramme sind rund 1,5 Milliarden € geflossen und jetzt heute noch einmal bis zu 2,5 Milliarden €. Noch nie in der Geschichte Hessens waren die Kommunen so gut aufgestellt wie heute, meine Damen und Herren.
Das vorliegende Gesetz beinhaltet außerdem die Förderung der kommunalen digitalen Bildungsinfrastruktur. Der Bund stellt den Ländern zusätzliche Gelder im Rahmen des Digitalpakts zur Verfügung. Auf Hessen sind das ca. 37 Millionen €. Und über den erforderlichen Landesanteil hinaus wollen wir noch einmal mehr Geld drauflegen und damit das Gesamtfördervolumen auf 50 Millionen € erhöhen. Die Schulträger können damit mobile Endgeräte beschaffen und diese leihweise an ihre SchülerInnen überlassen, und auch Supportmaßnahmen können finanziert werden. Dieses Gesetz, meine Damen und Herren, ist eine deutliche Verbesserung für die hessischen Kommunen. Es ist eine Erleichterung für das digitale Lernen an unseren Schulen. Es ist eine sichere Zukunftsinvestition und ist damit nebenbei bemerkt auch ein Konjunkturprogramm. Kurzum, es ist ein überaus wichtiges Paket für unsere Kommunen, und ich wünsche nach der heute Abend stattfindenden Abstimmung darüber allen Kommunen ganz viel Spaß beim Auspacken dieses Paketes. Vielen Dank, Herr Kollege Martin. Der nächste Redner ist der Abg. Weiß für die Fraktion der SPD. Dann kommt der Hahn, und dann sehen wir beide. Jetzt. Noch einmal, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Frau, Entschuldigung. Ja, aber komm, das war jetzt, ging aber um Sekunden. Also, es ging um Sekunden. Wenn das Mikro von Anfang an funktioniert hätte, wäre es mit dem Präsident richtig gewesen, wahrscheinlich. Also, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das hier vorliegende Gesetz, Corona-Kommunalpaketgesetz, ist vom Namen her etwas überfrachtet und etwas überhöhend im Gegensatz zum Inhalt dessen, was drin ist. Deswegen, Herr Kollege Martin, wäre ein etwas kleineres Rad auch angebracht gewesen. Die Anhörung hat gezeigt, dass vieles davon nicht komplett neu ist. Die Fachebene, auch mit den Kommunalen Spitzenverbänden, hat darüber mit der Landesregierung schon länger verhandelt. Und die Stellungnahmen der Spitzenverbände sind ja auch dementsprechend. Der Städtetag hat ausgeführt zu dem Gesetzentwurf, dass hier keine Mittel bewegt werden, die nur annähernd krisenbewältigend wirken können. Der HSGB hat gesagt, bereits mittelfristig sind die Maßnahmen in dem Gesetz nicht ausreichend. Trotzdem helfen die Maßnahmen in dem Gesetz kurzfristig, weswegen wir auch zustimmen werden. Der erste Punkt, die Pauschalierung der Mittel, ist gut. Aber auch das hilft nur kurzfristig, weil die Mittel nach dem KIP bereits für Maßnahmen gebunden sind und deswegen mittel- und längerfristig hier andere Lösungen gefunden werden müssen. Die Verlängerung des Zeitraums für Investitionen ist ebenfalls gut. Die Deckungsmittel der Kommunen gehen zurück, und die meisten Ausgaben der Kommunen sind gebunden für beispielsweise Personalaufwendungen, Sozialleistungen oder auch Umlagen. Und jeder, der ein kommunales Mandat hat, kennt das bei den Haushaltsberatungen. Wenn nicht genug Geld da ist, wird als erstes geguckt, was können wir schieben, was können wir von Baumaßnahmen schieben, was können wir von Investitionen schieben. Und das ist ein gefährlicher Weg, weil die Investitionen der Kommunen eh schon zu niedrig sind. Und deswegen ist aus unserer Sicht hier eine nachhaltige Erhöhung notwendig. Der dritte Punkt, in der in dem Gesetz geregelt wird, die Ratenpause bei der Hessenkasse, ist ebenfalls gut. Etwas anderes würde in dieser Situation auch gar keinen Sinn machen. Das gilt ebenfalls genauso für die Änderungen beim Schutzschirmgesetz. Und der letzte Punkt, die Änderungen beim Digitalpakt Schulegesetz. Die Bundesmittel, die die Bundesregierung hier in Höhe von 37,5 Millionen € für Hessen bereitstellt, erhöht das Land um 12,5 Millionen € auf 50 Millionen €. Das ist die richtige Richtung, aber dessen, was notwendig ist, wird das nicht gerecht. Es reicht vielleicht für Kinder im SGB-II-Bezug, aber schon für Familien, wo ein oder sogar zwei Eltern arbeiten und trotzdem kein Geld dafür da ist, für eine entsprechende digitale Ausrüstung der Kinder, wird dieses Geld nicht ausreichen, weswegen wir der Meinung sind, dass hier mindestens eine Verdoppelung der Bundesmittel notwendig ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, trotzdem werden wir diesem Gesetzentwurf zustimmen. Sie sehen, bei stichhaltigen Argumenten stehen wir jeder Corona-Hilfe positiv gegenüber. Dafür ist keine Änderung von Quorum notwendig. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Weiß. Für die Freien Demokraten hat sich der Abg. Dr. H.C. Hahn zu Wort gemeldet.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Boah, das klebt. Ich bin ja sehr überrascht darüber, dass auch die Oppositionskollegen das alles so positiv sehen, jedenfalls wie das auch gerade der Kollege Weiß dargestellt hat. Ja, wir wissen, Kollege, es gibt eine besondere Situation. Diese besondere Situation ist aber noch nicht berechenbar. Und in jeder der Stellungnahme der drei kommunalen Spitzenverbände ist der Hinweis auf die September-Schätzung vorhanden. Und wenn Sie mit dem Präsidenten, ich habe in den letzten anderthalb Wochen mit zwei von den dreien persönlich sogar gesprochen, sprechen, dann hören Sie immer wieder, ja, wir nehmen natürlich gerne die Möglichkeit an, Geld anzunehmen, aber was genau wir brauchen, wissen wir nicht. Können wir auch nicht wissen. Und ich weiß nicht, ob Sie auch Kommunalpolitiker sind. Wenn Sie es sind, wissen Sie es auch, dass Sie es nicht wissen. Das hat vieles mit der Einnahmesituation zu tun. Auf der einen Seite die wegfallende Gewerbesteuer, auf der anderen Seite aber auch die Senkung ganz offensichtlich des Einkommensteueranteils. Ich sage nur schöne Grüße an die Kämmerer, die meinen, das würde so bleiben, wie es ist. Ich habe da eine vollkommen andere Prognose. Aber auch die ist vollkommen unwichtig, Herr Kollege, weil wir wissen es nicht. Und deshalb haben die Kommunalen Spitzenverbände alle drei in ihren Stellungnahmen drin gehabt, warten wir doch einfach einmal die Veranstaltung ab, bis die September-Steuerschätzung am 9.10. September auch auf Papier gedruckt da ist. Nein, das wollen Sie nicht. Nein, das wollen Sie nicht. Sie wollen in der Hauruck-Manier, genauso wie beim Artikel 141 Gesetz, wollen Sie hier durchziehen. Und das machen wir Liberale so nicht mit. Obwohl wir wissen, dass eine Reihe von Dingen, die bei Ihnen herinnenstehen im Gesetzentwurf, vernünftig sind. Insbesondere das Beispiel Bildungsinfrastruktur, die Thematik Digitalisierung. Ja, da würden wir es sogar gerne sehen, wenn wir viel mehr Zeit gehabt hätten, uns mit Ihnen auseinanderzusetzen, ob denn das, was da drin steht, auch wirklich erstens zielgenau ist und zweitens das Richtige und drittens möglicherweise sogar in dem einen oder anderen Punkt bei der Digitalisierung zu wenig ist. Aber nein, Sie geben uns dazu ja nicht die Chance. Hau ruck, Mehrheit ist Wahrheit. Ich glaube, ein Spruch, den mal der Kollege Kaufmann hier in diesem Hause gegründet hat. Damals hat er ihn noch gegen die anderen verwandt. Heute hat er ihn voll ausgelebt und ist ja eine lebende Ausgabe von Mehrheit ist Wahrheit. Nein, sehr verehrte Damen und Herren, das wollen wir jetzt noch nicht abschließend klären. Wir wollen, dass eine ordentliche Veranstaltung durchgeführt wird, auch mit den Kommunen. Und das geht jetzt nun einmal nicht. Aber ich sage es noch einmal, damit nicht irgendein kluger Mensch in diesem Hause und Vorsicht Zynismus auf die Idee kommt, zu sagen, die FDP sei gegen die Digitalisierung im Bildungsbereich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nein. Nur wir sind dagegen, dass das jetzt, ohne dass man weiß, was man tut, jedenfalls, dass man konkret weiß, was man tut, dass jetzt irgendetwas beschlossen wird nach dem Motto Hau ruck, Augen zu und durch. Dafür ist die FDP nicht zu haben. Wir sind aber weiterhin, und ich wiederhole es ganz bewusst, was meine Kollegin Marion Schad hier gesagt hat und auch mein Fraktionsvorsitzender René Rock, wir sind zu allen Gesprächen bereit, aber nicht innerhalb von 10 Tagen bei einem solch wichtigen Thema. Das sind die hessischen Kommunen uns auch wert, dass wir uns länger mit ihren Sorgen und Nöten auseinandersetzen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Dr. Hahn. Das ging ja ruckzuck. Und als nächstes hat der Abg. Schalauske für die Linken das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Ich finde auch, statt jetzt große Lobhudeleien auf die schwarz-grüne Politik des Landes gegenüber den Kommunen anzustimmen, sollte man mal genauer draufschauen und muss feststellen, dass die Kommunalpolitik von Schwarz-Grün als solches, aber auch dieses sogenannte Kommunalpaket alles andere als krisensicher ist. Warum? Erstens. Der Teil zum kommunalen Investitionspaket, der ist insgesamt etwas kurios geraten. Einerseits erwähnt man die gute Konjunktur in der Bauwirtschaft und dass die Kommunen mehr Zeit brauchen, um das Geld abzurufen. Andererseits wollen sie die Kommunen aber auch mit frischem Geld ausstatten, damit sie mehr investieren.
Aber wenn doch die Konjunktur und das mit dem Geld nicht so viel hilft, das haben Sie uns doch hier immer ganz häufig erklärt. Ich meine, wir finden das nicht falsch. Wir wollen ja, dass die Kommunen mehr Geld in die Hand bekommen, um zu investieren. Aber irgendwie bleiben Sie in Ihrer Logik und bei dem, was Sie uns hier immer gepredigt haben, doch ziemlich widersprüchlich. Auch die Verlängerung der Bundes- und Landesprogramme, die sind doch gar nicht falsch. Das kann man alles machen, kann man alles verlängern, man kann viel pauschalieren. Aber am Ende kommt man doch nicht drum herum, dass es notwendig ist, wenn man die kommunale Investitionstätigkeit dauerhaft anregen will, dauerhaft stimulieren will, dass man das nicht allein mit dem einen oder anderen Programm lösen wird, sondern nur mit einer dauerhaften, besseren Ausstattung eben auch zum Zwecke der Investitionen. Zumal, wenn wir uns doch einig sind, dass der kommunalen Ebene in der Bekämpfung der Pandemie und ihren ökonomischen krisenhaften Folgen den Kommunen eine ganz besondere Rolle zukommt und dass wir ein gutes Gemeinwesen haben wollen mit gut ausgestatteten Schulen, mit Sportstätten, mit Schwimmbädern und viel mehr, dann muss man wegkommen von diesem ganzen Kleckerprogramm hin zu einer dauerhaften, guten finanziellen Investitionsförderung. Dann der zweite Punkt, warum das Ganze hier nicht, krisensicher ist. Sie wollen, okay, endlich wollen Sie gewisse Restriktionen, mit denen Sie die Kommunen immer belegt haben, ein Stück weit lockern. Sie wollen die Kommunen aus den Schutzschirmverträgen entlassen. Sie wollen auch die Modalitäten bei der Hessenkasse lockern. Aber das Lösen aus den Schutzschirmprogrammen, die im Übrigen ja immer auch sehr, sehr wichtig war und was Sie uns hier jahrelang erzählt haben, dass doch die Kommunen unbedingt zum Sparen angehalten werden müssen. Wir haben das immer so ein Stück weit als Knechtschaft hier verschrien und auch kritisiert. Aber es ist ja gut, Sie wollen diese Knechtschaft ein Stück weit lockern. Sie scheinen da lernfähig zu sein. Wobei auch da bewegen Sie sich sehr widersprüchlich, weil Sie ja dann gleichzeitig loben, aber wir haben ja über den kommunalen Erlass eh schon alle Kommunen unter eine gewisse Knechtschaft und unter Daumenschrauben gestellt, sodass wir die ja mit dem Schutzschirm ruhig lockern können, weil dann kommen ja die nächsten Daumenschrauben. Also die Hoffnung, dass wir sie endlich lösen, die erfüllen Sie dann auch nicht ganz so, auch wenn Sie uns das hier suggerieren wollen. Aber eines ist doch völlig klar, und ich freue mich schon auf die Debatten. Ich freue mich nicht, wenn ich auf die Kommunen und ihr dramatisches Schicksal blicke, aber ich freue mich auf die Auseinandersetzung mit Ihnen, weil eines wird völlig klar. Ihre ganzen restriktiven Vorgaben, die werden mit Blick auf die erwartenden dramatischen Steuereinbrüche und die notwendigen Mehrausgaben, da wird Ihre gesamte restriktive Politik gegenüber den Kommunen wie ein Kartenhaus zusammenbrechen. Und da sind ganz andere Maßnahmen notwendig, als Sie hier vorschlagen. Ganz zu schweigen von den dramatischen Kürzungsrunden, die uns da noch drohen. Sie wollen die Beiträge zur Hessenkasse teilweise aussetzen. Das finde ich gut. Aber warum denn nur die Hälfte? Warum nicht zwei Drittel? Warum nicht vollständig aussetzen angesichts der dramatischen Finanzsituation? Und man findet auch hier nur vage Absichtserklärungen darüber, wie man sich auch zukünftig mit den Kommunen verständigen will. Okay, Sie wollen die weiteren Steuerschätzungen abwarten. Aber ich habe so den Eindruck, Sie mogeln sich ein bisschen um das Eingeständnis herum, nämlich dass auch der kommunale Finanzausgleich nicht gerade krisenfest ist, krisensicher ist und dass er auch in der Krise nicht funktioniert, um eine ausreichende Finanzausstattung der Kommunen sicherzustellen. Mit Blick auf die Krise wäre es aus unserer Sicht eben notwendig, die Kommunen besser in die Lage zu versetzen, die sozialen und kulturellen Leistungen aufrechtzuerhalten, zu investieren und aus der Krise gestärkt hervorzugehen. Die 2,5 Milliarden, die Sie hier vorschlagen, die werden aus unserer Sicht nicht mal reichen, um die Verluste der Kommunen bei den Steuereinnahmen auszugleichen. Die belaufen sich ja nach den bekannten Steuerschätzungen allein bis 2023 auf 3,5 Milliarden. Und von pandemiebedingten Mehrausgaben ist da noch gar nicht die Rede. Und ob nicht die Gewerbesteuer noch viel, viel dramatischer einbricht, so wie das hier eben angesprochen wurde, dann werden diese Fehlsummen auch noch viel höher. Also diese 2,5 Milliarden die werden nicht reichen. Damit dürfen Sie sich hier auch nicht aus der Verantwortung stehlen. Und drittens, und damit komme ich auch zum Schluss, bei der Förderung der kommunalen Bildungsinfrastruktur, da ist der Betrag nicht nur viel zu klein, sondern in der Umsetzung bleiben viele Fragen offen. Und auch da werden Sie der Aufgabe der Digitalisierung der Bildung und der Unterstützung der Kommunen nicht gerecht. Vielen Dank, Herr Abg. Schalauske. Für die CDU-Fraktion hat sich der Abg. Reul zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren!
Das Paket, das wir heute in dieser Woche unter anderem verabschieden, und zwar heute, hat eigentlich den Oberbegriff Liquiditätshilfen für die Kommunen. Wir wollen kurzfristig helfen. Deshalb haben wir das auch jetzt schon auf den Weg gebracht. Über die langfristigen weiteren Hilfen unterhalten wir uns ja noch und tauschen wir noch aus. Denn eins ist vollkommen klar, auch wenn es hier angeklungen ist, gerade eben bei Ihnen, Herr Schalauske, unser Ziel ist es auch schon, auch zukünftig, so wie in der Vergangenheit, die Kommunen zu unterstützen, sie damit auch Sie damit, das mögen Sie als Drohung empfinden, wir empfinden das als eine Unterstützung, als eine Hilfe, nämlich dass das Land gemeinsam mit den Kommunen auch zukünftig weiterhin partnerschaftlich arbeitet. Das ist für uns ein Obersatz, der trägt. Wir wollen nämlich, dass die Kommunen auch zukünftig durch Programme des Landes unterstützt werden und damit die Kommunen nämlich auch das Ziel der ausgeglichenen Haushalte wieder erreichen können. Denn dies ist wichtig, verantwortungsvoll, um auch generationengerecht agieren zu können. Deshalb werden wir von Landesseite auch weiterhin die Kommunen sehr aktiv unterstützen. Und Sie haben es ja teilweise auch schon angedeutet in der Debatte. Wir hatten den Kommunalen Schutzschirm, die Hessenkasse, das Kommunale Investitionsprogramm 1 und 2, die starke Heimat und den Kommunalen Finanzausgleich, der in diesem Jahr so hoch ist wie noch nie zuvor mit 6 Milliarden Euro. Und wir unterhalten uns darüber dann, wenn wir das Sondervermögen beschlossen haben, über weitere Unterstützung von 2,5 Milliarden Euro für die kommunale Seite. Dies ist nicht wenig, sondern das ist sehr viel. Und man muss auch bedenken, wo sind denn die Kommunen am Anfang dieses Jahres gestartet? Die Kommunen sind gestartet mit ca. 3 Milliarden, dass sie Liquidität hatten. So, 3 Milliarden Liquidität zu Jahresanfang. Dann kam die Corona-Krise. Die beschäftigt uns alle gemeinsam. Ja, Gewerbesteuerausfälle. Viele sind hier im Landesparlament auch auf der kommunalen Ebene tätig und tragen dort auch die Verantwortung mit und wissen deshalb, über was wir hier diskutieren. Das, was wir jetzt heute hier machen, sind kurzfristige Liquiditätshilfen, kurzfristige Unterstützung, die auch in Absprache mit den kommunalen Spitzenverbänden dort vorgenommen worden ist und die wir jetzt auch schnell auf den Weg bringen konnten, neben den anderen Dingen, wo wir auch weiterhin dann mittelfristig und langfristig helfen wollen und auch helfen müssen. Denn es wird noch weitere Punkte geben, neben den Gewerbesteuerausfällen. Das ist vorhin mal angedeutet worden, auch die verschiedenen Einbrüche bei den Gemeinschaftssteuern, ob die Anteile der Einkommensteuer oder andere Bereiche mit angesprochen werden. Da wissen wir noch nicht genau, in welche Größenordnung dies gehen wird. Aber dies ist mit zu bedenken. Und deshalb ist es wichtig, dass wir heute den Startschuss geben für die Liquiditätshilfen für die Kommunen. Und teilweise ist ja durch das Finanzministerium auch schon sehr viel Gutes getan worden. Zum Beispiel sind den Krankenhäusern die 120 Millionen, die als Investitionshilfen vorgesehen waren, als Liquiditätsunterstützung schon zugewiesen worden. Das ist schon an dieser Stelle gemacht worden. Also deshalb, wir schauen, wie wir so schnell wie möglich den Kommunen helfen können und machen dies auch mit weiteren Maßnahmen. Der Kollege Martin hat es ja auch hier vorne schon erwähnt, welche Maßnahmen wir angestoßen haben. Das war die Vorabüberweisung der Schlüsselzuweisung. Es war auch dann die Vereinfachung, in dem Liquiditätskredite aufgenommen werden dürfen und wir auch die Möglichkeit gegeben haben. Wir haben ja die Regelung, dass zum Jahresende die Kassenkredite auf Null stehen müssen. Und dies ist jetzt im Grunde genommen auch an dieser Stelle erleichtert worden, dass die Kommunen die Möglichkeit haben, jetzt Corona-bedingte, pandemiebedingte Belastungen dann über die Kassenkredite abzufedern. Und dies wird auch dankend angenommen. Wir wissen auch aus der Anhörung, und das ist ein wichtiger Punkt, dass die Landkreise im Moment nicht unter Liquiditätsengpässen leiden, sondern bei denen beginnt es erst im nächsten Jahr 2021/22, hat Landrat Schuster gesagt. Da wird es dann relativ heftig werden. Aber die Kommunen leiden an dieser Stelle. Und deshalb haben wir die verschiedenen Maßnahmen in die Wege geleitet beim Kommunalen Investitionsprogramm, dass wir dort die Fristen um ein Jahr verlängert haben und dort auch die Landesmittel schon ausgezahlt haben oder auszahlen werden. Die Bundesmittel müssen natürlich separat dazu beantragt werden. Zum Thema Schutzschirm, Herr Schalauske, Sie haben es ausgeführt. Dazu kann ich nur ergänzen, faktisch sind die Bedingungen dieser Schutzschirmkommunen schon erfüllt worden. Sie stehen jetzt nur unter der Schwierigkeit, dass sie ihre bürokratischen Erfordernisse noch abwickeln müssen und Angst haben, dadurch jetzt in eine Schieflage zu geraten, weil sie meinetwegen
die letzte oder vorletzte Rate nicht zeitgemäß abtragen können. Sie bekommen jetzt an dieser Stelle nicht etwas entlassen, sondern Sie bekommen einfach eine Erleichterung, auch bürokratisch, um diese Dinge abwickeln zu können. Ich glaube, das ist ein gutes Zugehen auf die Kommunen, und das hilft Ihnen, weil Herr Abgeordneter Reul, Sie müssen zum Schluss. Ich komme sofort zum Schluss. Die Hessenkasse angesprochen, 61 Millionen Liquidität, die wir gegeben haben, und auch das Programm zur Förderung der digitalen Infrastruktur, 37 Millionen des Bundes, haben wir mit unserem Anteil der 4 Millionen mehr verdreifacht. 12 Millionen draufgelegt, Kollege Weiß hat es gesagt, 50 Millionen. Ich freue mich, dass wir hier eine so einmütige Diskussion gemeinsam geführt haben und dass wir dann auch dieses Kommunalpaket gemeinsam im Sinne der Kommunen als Partner der Kommunen verabschieden können. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Reul. Für die Landesregierung hat Staatsminister Boddenberg das Wort. Aber nicht wieder so feucht. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will bei dem letzten Punkt von Kollegen Reul anknüpfen, denn wir haben tatsächlich, und das bestätigt ja auch Ihr Zwischenruf, Herr Weiß, zunächst einmal für eines gesorgt, nämlich für Liquidität. Ich gebe zu, dass ich anfangs der Krise im Verlauf des März, Anfang April Sorge hatte, dass wir nicht nur Unternehmen haben könnten, die in Zahlungsschwierigkeiten geraten, sondern möglicherweise auch die eine oder andere Kommune in Schwierigkeiten gerät. Deswegen glaube ich, und da bin ich dankbar, dass Sie das auch so sehen, dass es klug war, dass wir dieses Problem erst einmal ausgeräumt haben. So, und es ist darauf hingewiesen worden, und das ist dann schon ein bisschen der Erfolg der Vergangenheit, dass die Kommunen am Jahresende 3 Milliarden € liquide Mittel auf ihren Konten hatten. Das finde ich außergewöhnlich und könnte ja mal dazu führen, dass auch Sozialdemokraten sagen, also insgesamt hat diese Landesregierung, aber bitte, zweiter Teil des Satzes folgt, auch die häufig, nicht immer, aber häufig auch von der SPD geführten Kommunen gemeinsam mit uns die Haushalte in einer Art und Weise konsolidiert, dass die kommunalen Haushalte in Summe in einem sehr ordentlichen Zustand waren vor Corona. So, und da Sie darauf verweisen, dass Sie eine Kommunalpartei sind, ich würde mal darauf hinweisen wollen, dass das vielleicht für die CDU auch an vielen Stellen gilt, glaube ich, dass wir eine gemeinsame Aufgabe unter Demokraten haben, dafür zu sorgen, dass dort, wo Politik unmittelbar beim Bürger auch gespürt wird und von Kommunalpolitikern in aller Regel im Ehrenamt verantwortet wird, am Ende auch Handlungsfähigkeit jederzeit gewährleistet werden muss. Das, glaube ich, ist und muss selbstverständlich sein. Und das war unser Anliegen. Und noch einmal danke, dass Sie da beteiligt sind, indem Sie sagen, wir stimmen dem zu. Wir haben, das will ich auch sagen, einen sehr engen Draht zu den Kommunen. Und das hört er nicht gerne. Ich sage es trotzdem. Ich bin dem Staatssekretär Dr. Worm sehr dankbar, der seit vielen Jahren dieses, wenn ich das mal salopp formulieren darf, Geschäft kennt, also auch die Anliegen der kommunalen Seite kennt. Gerade jetzt auch in der regelmäßigen Befassung mit den Kommunen. Sie wissen, dass wir wöchentlich Telefonkonferenzen veranstalten mit den Spitzenverbänden, den kommunalen, sind an einem Abend, glaube ich, diese 3, 4 Ideen geboren worden, was man denn tun könnte. Und dafür will ich ausdrücklich Danke sagen. Und wenn ich das auch sagen darf, lieber Herr Warnecke, die kommunale Seite war auch nicht undankbar. Die haben sich sehr gefreut darüber, dass wir so schnell reagiert haben. Und deswegen muss man jetzt gar nicht irgendetwas suchen, um zu sagen, na ja, das eine oder andere hätte man ja noch schneller, anders, besser und vielleicht auch finanziell mit mehr Geld ausstatten können. Ich glaube, dass das insgesamt ein sehr wichtiger Schritt wird, der auf kommunaler Seite auch Akzeptanz findet und sehr viel Respekt auf deren Seite, uns gegenüber ist das so geäußert worden, hervorgerufen hat. Und weil wir gerade dabei sind, und auch Kollege Hahn noch einmal das Sondervermögen und die 2,5 Milliarden €, die wir für die kommunale Seite vorgesehen haben, will ich schon noch einmal darauf hinweisen. Wir haben mal losgelöst von aller gemeinsamen Problemstellung schon auch sehr klare Strukturen und Zuständigkeiten. Und die sind den Kommunen auch sehr bewusst. Und mein Eindruck war, dass es eher mal für einen Überraschungsmoment gesorgt hat, als wir einen Betrag von 2,5 Milliarden € in den Raum gestellt haben. Mein Eindruck war eher, dass manche Vertreter der kommunalen Seite überrascht waren über die Dimension dessen, was wir sagen, aus Landesmitteln, aus Mitteln des Steuerzahlers finanzieren wollen, um den Kommunen zu helfen. Und jetzt haben wir eine Reihe von Punkten. Das wissen Sie, Herr Kollege Dr. Hahn, wie die FDP-Fraktion und die SPD gleichermaßen. Wir haben ja auch darüber gesprochen.
in dieser Betragsgröße eine Reihe von Punkten, über die wir mit den Kommunalen werden reden müssen. Und dann kommen noch Bundesmittel hinzu. Auch das ist nicht immer so ganz kalkulierbar, wird wahrscheinlich auch nicht ganz kalkulierbar bleiben in Zukunft. Bei dem, was ich bei Bundesseite immer wieder erlebe, nämlich dass da auch mal relativ schnell irgendein neuer Punkt auf den Tisch kommt, auch in Richtung der kommunalen Seite und der gemeinsamen Unterstützung des Bundes und des Landes in Richtung Kommunen. Lange Rede, kurzer Sinn. Dieser Betrag von 2,5 Milliarden € ist ein Betrag, der deutlich machen soll, dass das Land, und damit meine ich nicht die Landesregierung, sondern das Land, Herr Warnecke, bevor Sie mir das schon wieder in falschem Maße auslegen, helfen will, damit die Kommunen über diese schwere Phase kommen, allerdings auch eigene Anstrengungen werden übernehmen müssen. Denn auch darauf ist hingewiesen worden, die bisher prognostizierten Steuerausfälle sind 3,5 Milliarden €. Aber 2,5 Milliarden € davon Kompensation durch das Land finde ich schon einen ordentlichen Beitrag zur Problemlösung und Bewältigung. So, und insofern kann man sagen, 2,5 Milliarden € ist so richtig wie falsch. Vielleicht ist es aus Sicht mancher fast sogar ein bisschen zu viel. Aber ich glaube, es ist angemessen, eben deutlich zu machen, dass wir ein großes gemeinsames Problem haben. Letzter Punkt. Ich will das auch einmal sagen. Wir haben mit den Kommunen und reden nicht nur über Geld. Und immer wieder, auch in diesen Telefonkonferenzen, reden wir über schwierige Sachverhalte, von Kinderbetreuung über Krankenhausfinanzierung und viele, viele Dinge, die dort zu erledigen sind. Ich will an der Stelle es mal nicht versäumen, ein Dankeschön zu sagen an diejenigen, die vor Ort diese Arbeit machen. Die sind manchmal noch ein bisschen näher dran als Landespolitiker. Viele von uns hier im Raum sind auch gleichzeitig Kommunalpolitiker. Das ist mir sehr bewusst. Aber die Zusammenarbeit mit der kommunalen Seite, sowohl mit dem Landkreistag wie mit dem Städte- und Gemeindebund wie mit dem Städtetag, war aus meiner Sicht mittlerweile mehr als zufriedenstellend für beide oder alle Beteiligten, nicht für beide Seiten, sondern für alle Beteiligten. Und dafür will ich zum Schluss auch einmal Danke sagen. Wir werden noch Gelegenheit haben, über das eine oder andere zu reden, was man sicherlich da und dort auch besser machen kann. Aber ich bin bisher sehr zufrieden mit der gemeinsamen Bewältigung dieser Krise. Und ich gehe davon aus, dass das auch so bleiben wird. Danke fürs Zuhören und danke für Ihre Zustimmung. Vielen Dank, Herr Staatsminister Boddenberg. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Und damit sind wir am Ende der dritten Lesung angekommen und stimmen heute Abend über den Gesetzentwurf ab.